Ich bin Schagel, Personal Trainer und sogenannter CrossFit-Athlet aus Hamburg. Workout. Es warten knapp 30 Minuten, 28 Minuten auf uns. Wir arbeiten immer 3 Minuten am Stück. Die 3 Minuten könnt ihr bitte ordentlich ballern, weil nach jedem 3-Minuten-Intervall habt ihr 1 Minute faire Pause. Wie fair das sein wird, werden wir gleich sehen. Wir starten mit der ersten Übung. Ich nenne es einfach mal Floor Touches. Also wir gehen immer nur runter, berühren den Boden, 1 Minute lang. Die zweite Übung wird eine Bauchübung, das heißt, wir legen uns einfach nur auf den Bauch und berühren rechts, links die Fersen, optimalerweise ohne zwischendurch abzulegen. Und die dritte Übung besteht aus Down and Ups, Lunge rechts, Lunge links. Jeweils 1 Minute, danach immer 1 Minute Pause, komme was wolle. Also gebt Gas in den 3 Minuten, damit ihr euch die Pause auch verdient habt. Ready? Zeit wird eingeblendet, das heißt, ihr könnt selbst gucken, wie lange es noch ist. Haltet durch, Tempo wählt ihr selbst aus. Insgesamt sind es 7 Runden. Schöne Zahl. Okay? Wir fangen einfach an. 3, 2, 1 und go. Boden berühren, rechts, links, immer abwechselnd. Füße auseinander, Zehenspitzen auseinander. Versucht schön aus den Oberschenkeln zu arbeiten, nicht einfach nur zu bücken, sondern die Knie auseinanderdrücken, Oberschenkel arbeiten, Hintern arbeitet, 1 Minute am Stück. Lasst euch Zeit. Das ist ein langes Workout. Noch 10 Sekunden, fließender Übergang in die Bauchübung gleich, habe ich eben vorgemacht. 3, 2, 1, runter. Bauch anspannen. Nur rechts. Wenn ihr mal gar nicht mehr könnt, setzt ab, kommt dann hoch. Aber versucht die Ferse zu berühren, wenn es geht. Versucht die Wade zu berühren. Rotiert ein bisschen den Oberkörper. Das ist die zweite Übung. Noch 30 Sekunden. Danach in diese sogenannten Down and Ups. Das sind keine Burpees. Der Oberkörper berührt nicht den Boden. Wir wollen einfach nur Füße nach hinten werfen, wieder nach vorne und dann die Ausfallschritte nach vorne setzen. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Hochkommen. Down, up, rechts, links. Down, up, rechts, links. Gebt Gas, wie ihr möchtet. Ihr wisst, das Workout ist etwas länger. Es geht mir überhaupt nicht um die Anzahl der Wiederholungen, die ihr schafft, sondern einzig und allein darum, dass ihr das Workout durchhaltet. Wenn ihr dann merkt, ich habe es durchgehalten, könnt ihr es immer noch mal machen und versuchen, schneller zu arbeiten. Noch 5 Sekunden. 4, 3, Schicht. 3 Minuten um. Ihr seht die Uhrzeit eingeblendet. Das waren 3 Minuten, das heißt bei Minute 4, also nach 1 Minute Pause, geht's weiter. Trinkt einen Schluck, wenn ihr möchtet. Die Minute vergeht schnell. Wir fangen gleich wieder an. Boden berühren, Bauchübung und die Down and Ups. Achtet bei den Down and Ups ein bisschen darauf, dass ihr den Bauch anspannt, der freut sich. Man sagt immer, dass diese Down and Ups so ein skalierter Burpee sind. Finde ich persönlich nicht. Ich finde die fast ein bisschen anstrengender, aber werdet ihr gleich selbst sehen. Wir sind erst in der zweiten Runde. 20 Sekunden noch.
15, 10, 5, 3. Zweite Runde von 7. Go. Genau. Wer will, kann schneller arbeiten. Ich mach mal in meinem Tempo. Noch 30. Noch 10, gleich wieder in die Position für die Bauchübung und runter, Brustbein anheben, Bauch ist angespannt, hin und her wanken und berühren. Ich habe hier die Dauerspannung drauf, arbeite dann über die seitliche Bauchmuskulatur. Noch 20. Noch 10. Down und Ups. Ihr kennt das Spiel. Lunge. Lunge. Noch 30 Sekunden. Noch 10. Und Rest. Zweiter Durchgang. Ihr erinnert euch, wir wollten davon 7 Runden machen. Das waren 2, wir haben noch 5. Also noch ein bisschen was vor uns. Wenn ihr merkt, es wird zu knackig, das heißt, wenn ihr merkt, obwohl ihr langsam arbeitet, die Minute ist mir zu hart, skaliert es runter. Dann gönnt euch jedes Mal vielleicht 10 Sekunden Rest, also hört immer bei Sekunde 50 auf. Habt 10 Sekunden zum Durchatmen für die Transition, also für den Wechsel in die neue Übung und macht dann weiter. Dann sagt immer so schön, akzeptiert euren Level, macht so gut ihr könnt. Das ist am besten. 25 Sekunden noch, dann geht es mit der dritten Runde weiter. Um ein bisschen kaputt zu sein, ist durchaus okay. Ich atme auch schwer. Also in Ordnung. 10 Sekunden noch. Gleiches Spiel. Wer will, kann das Tempo auch noch ein bisschen erhöhen. 3, 2, 1. Ups. Nee, so. Entschuldigung. Diese. Noch 20.
Noch 10. 5. 4. Transition. Und liegen. Die Übung im Liegen, wie schlimm kann es schon sein? Durch. Noch 25. Noch 15. Fünf. Und ihr kennt das Spiel. Vier Sekunden, 2, 1, Pause. Durchatmen. Drei Runden durch. Minute Pause. Gleich geht's weiter. Ja, geht langsam auf die Puste. Bei den Lunges eine kleine Skalierungsmöglichkeit. Wenn es nicht mehr geht, stützt euch hier ab. Ne, versucht euch aber wirklich nur dann abzustützen, wenn es anders nicht mehr geht. Ansonsten optimal, richtig geil wäre es, wenn die Arme sogar hier sind, ihr aufrecht bleibt und nur aus der Kraft des Oberschenkels und der Gesäßmuskulatur des Hinterns nach oben kommt. Noch 20 Sekunden, dann das gleiche Spiel wieder von vorne. Und danach ist schon die Hälfte. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go. Noch 15 Sekunden, gleich wieder runter. Und Brustbein anheben, Schulter wird optimalerweise abgehoben vom Boden. Easy hin und her schaukeln. Klar, je weiter ihr hier oben seid, desto größer ist der Impact auf dem Bauch. Je weiter ihr rotiert, desto größer der Impact auf die seitliche Bauchmuskulatur. Aber das merkt ihr vermutlich gerade. Noch
8 Sekunden. Denkt dran, wenn ihr wollt, stützt euch auf den Oberschenkeln ab, wenn es geht, eben nicht. Zeitlich haben wir schon über die Hälfte geschafft. Sekunden noch. Und rest. Kleiner Tipp für die Lunges. Ihr könnt euch natürlich gerne Kissen unterlegen. Ich setze mein Knie immer ab und es berührt recht intensiv immer den Boden. Ich habe aber auch eine Matte. Ich gehe davon aus, ihr seid zu Hause. Wenn ihr es auf dem Teppich macht, gibt es, ich komme hier auch so langsam, unangenehme Knie, also legt euch da ein Kissen hin. Oder wenn ihr wollt, berührt den Boden einfach nicht mit euren Knien. Für die Übung an sich ist das kein großer Unterschied, nicht für uns. So, 25 Sekunden geht schon wieder weiter. Dann sind wir bei Minute 16, insgesamt sind es 28. Haben es also gleich geschafft. Jetzt noch aufzuhören wäre wirklich blöd. Ready? 10 Sekunden. 5, 3 und go. Noch 20. Gleich wieder auf den Boden legen. Und Feuer. Das ist eine der Übungen, bei der es eigentlich keinen Sinn macht, schneller zu arbeiten. Also es macht es einfach nicht intensiver, sondern ihr erhöht die Intensität dadurch, dass ihr den Bewegungsradius möglichst groß gestaltet. 30 Sekunden. 15. Acht. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und ihr wisst, was kommt. Aufrichten. Sekunden.
5, 3, 1. Schicht. Nee, nicht Schicht. Pause. Zwei Durchgänge noch. Also zweimal noch die Sit-Ups. Zweimal noch die Floor-Touches, wie ich sie nenne. Zweimal noch die Down-and-Ups, die Lunges. Und Pause vor allem zwischendurch. Begriffe sind übrigens nicht in Stein gemeißelt. Könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Ich nenne sie zum Beispiel Floor-Touches. Da seid ihr in eurer Gestaltung frei. Wow, 30 Sekunden noch. Die Minute Pause wird auch immer kürzer, so soll es sein. Aber dafür ist es auch gleich geschafft. 25 Sekunden noch. 20. Alles ein bisschen auslockern. Wenn ihr gerade was trinkt, stellt die Flasche langsam beiseite. In 10 Sekunden geht's weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Noch 15. Und runter. Langsam wird es anstrengend. Für mich jedenfalls. Ihr wisst, was kommt. 10 Sekunden noch. Drei. Und ab. Aufrichten. Noch 25 Sekunden in dieser vorletzten Runde. Wer will? Nein, jeder das Tempo bitte ein bisschen erhöhen. Lösen. Durchatmen. Die letzte Pause. Einmal noch durchatmen, einmal noch 60 Sekunden Luft holen, alles ausschütteln, was ihr gleich wieder braucht. Bisschen strecken, wer das Gefühl hat, dass der Bauch dicht macht. Und dann geht's gleich in die Ehrenwort. Letzte Runde. Also einmal noch eine Minute die Sprünge, einmal noch eine Minute Bauch, einmal noch eine Minute die Lunges und die Down-and-Ups. Fertig. Also komm, nochmal einmal ballern. 30 Sekunden. Geht's los? Noch 20. Und 12, 10,
5, 4, die letzte Runde, 1, komm. Gleich geschafft. Noch 2,5 Minuten insgesamt. Was ist das schon? Noch 30 Sekunden. Diese Nummer hier. Noch 10 Sekunden. Gleich wieder auf den Boden legen. 5. Bauch schön anspannen, denk dran, die Bewegung nicht einfach nur machen, sondern auch anspannen und fühlen, wo es hingehen soll. 20 Sekunden. Noch 10. Zwei, eins, komm, 1 Minute. Down and Ups. Lunge, das ist die letzte Minute. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, jetzt zu pausieren oder nicht nochmal schneller zu werden. Sekunden noch, Leute, komm. 5 Sekunden. Nice. Normalerweise haben wir jetzt noch 1 Minute Pause, aber die schenke ich euch. Die machen wir nicht. War ein Spaß. Okay, ich bin fertig. Ihr hoffentlich auch. Danke, dass ihr mit durchgezogen habt. Checkt die anderen Videos, checkt die anderen Workouts. Bleibt dran. Es wird wieder gut. Euer Schagel. Vielen Dank. Ciao.